Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, Winds of Antes. So, ich würde gerne anfangen, ein paar Anfragen zu erledigen. Diverse Anfragen von diversen Leuten, die diverse Probleme haben. Und habe ich heute, ich glaube, ich habe heute schon Zebras gestreichelt, oder? I think so. Gibt es hier wieder drei Äpfel? Ne, nur zwei. Dann pflücke ich gar nicht erst weiter. Und sonst fangen wir hier gar nicht erst an. So, wie wäre es mal, wenn wir sowas wie das Kirschblütenfest wieder herholen oder so? Ich weiß gerade gar nicht, was wir alles für Blumen brauchten. Ich packe einfach mal alles ein oder wir gucken einfach vorher nach. Warum so faul sein? Wir gucken einfach mal vorher nach. Was willst du eigentlich, Nemo? Ha? Nils, ja, Nils will was. Du willst rote Rosen. Ihr wollt doch alle irgendwas. Gibt's am besten immer so, wenn es keine Belohnung gibt, ist es immer irgendwas Wichtiges. Ja? Kann man sich merken, also die Belohnung ist am meisten irgendwas Größeres, nicht einfach nur ein Gegenstand. Anyway, so, Margarite, Erdbeerstiefmütterchen und Veilchen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas davon 10-mal da haben, vielleicht sogar alles. Ich habe eine ganze Zeit lang ja relativ viele Blumen angebaut, gepflanzt. Dann haben wir doch eventuell Chancen auf was. Nee, wo muss ich denn? Ach doch, doch, hier. So, was geht's denn hier so? Erdbeerstiefmütterchen haben wir schon mal. Was braucht man noch? Veilchen haben wir auch und Margariten. Oh, da haben wir noch nicht genug. Oh. Okay, cool. Wir brauchen noch Margaritene. Haben wir Margaritinnen-Samen? Da, drei Stück. Perfekt. Nehmen wir. Nein, da haben wir dann genau 10. Geil! Ja, aber die pflanzen wir nicht jetzt. Die pflanzen wir ein andermal. Es regnet so doll draußen. Nee, wir gehen auch nicht schlafen. Halt, stopp, nein. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was ich in den windigen Ebenen machen wollte. Ich wollte ganz einfach ein bisschen cool sein und Bäume fällen. Because wood. We need wood. Ich weiß gar nicht, ob so nach ganz alter Manier meine Energie schneller abnimmt, wenn ich hier im Regen Holz hacke. Ich mach einfach mal. So, weiter geht's. Cool. Super viel Holz. Ich will das Gras hier nicht schneiden. Ich will nicht minderwertiges Unkraut meinen Tieren geben. Kann ich auch meinen Tieren direkt Unkraut geben zum Füttern? Dann werden die da krank oder so? Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen uns ins Bett. Das reicht. Girl! Haben wir uns nochmal gut reingehangen? Wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld vor allem? Nein, wie viel Holz habe ich denn überhaupt jetzt? Nein, hier. 20 Stück. Ein Baum bringt 20 Stück. Das kann sich doch sehen lassen, oder? Oder? Ja. So, ab ins Bett schnell, bevor du noch umkippst, meine Süße! Ja, speichern wieder. Okay. So schmeiße ich mich auch mal aufs Bett übrigens. Blablabla. Artikel wurden aus der Versandbox in Dorf Lankenbury versendet. Cool wäre es auch noch, wenn so bestimmten Dörfern. Ah, das vorgestern wäre das Pferdefest gewesen. Ups. Sehe ich gerade. Haben wir hier sowas wie einen Kalender? Nee, hä? Wahrscheinlich in meinem, irgendwo in meinen Daten hier. Toll, ach, ist eh jeden Monat diese lustige Reit-Challenge. Und irgendwann werde ich mit meinem eigenen Zebra antreten. Oh, gibt es auch Esel? Oh, Esel wären super. Ich hätte gerne einen kleinen Esel. Oh, okay, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall sehr viel Hibiskus. Sogar, ja, ganz toll. Das ist sehr viel Hibiskus. Ja, gut, dann können wir ja Margariten dann da jetzt pflanzen. Immerhin. So, wo ist das da? Margariten. Und nochmal, bitte. Und da auch nochmal. Und tralalala. Und nicht zu vergessen auch noch hier. Oh ne, da geht nicht. Oh, ups. Da komm. Du blöder Hibiskus. So. Oh, streifen wir Hibiskus. Oh Mann. Ist die Aubergine, die Zucchini da fertig? Ja, ich gucke einfach mal gleich durch. Ja, ja, Futtermais, wegen Futter und so. Naja, verstehe ich.
pflanzen wir einfach mal. Girl, behave. Ja, Mais. Bla bla bla. Hier, bist du fertig? Oh, schön. Noch irgendwer, der fertig ist? Diese Kartoffel hier zum Beispiel. Sehr gut. Hier irgendwas. Spinat ist auch fertig. Vielleicht war der auch gestern schon fertig. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Cool. Und der Mais hier sieht auch sehr fertig aus. Der müsste hier müsste auch fertig sein. Und die Oberschiene muss gegossen werden. Okay, alles klar. Dann sind wir jetzt hier soweit durch mit der Ernte. Tolli. Dann muss noch alles gegossen werden. Weil dann nicht, dass die armen Pflanzen hier verdursten. Nachdem sie gestern ertrunken sind. Eigentlich müssten die noch voll mit Wasser sein. Nachdem es gestern so stark geregnet hat. Aber okay, cool. Ich bin halt eben so ein bisschen überbehütend. Dem kleinen Pflanzeli soll es ja gut gehen und an nichts fehlen. Girl? Ja, jetzt. So. Zack. Gut, dann kümmern wir uns jetzt schon mal um Nemos Anfrage. Sehr wichtig. So, okay. Noch um die Tierchen müssen wir uns natürlich auch noch kümmern. Oh, und Geld können wir auch noch abholen. Yeah, money, money, money. 1874. Mich triggert es, dass man immer bei den zweistelligen Zahlen immer zuerst die zweite nennt und dann die erste. 74. Warum sagt man nicht 74? Was soll das? Wer hat sich das ausgedacht? Nachfüllen. Füll mal nach. Krass. Wie viel habe ich denn jetzt? 45 von 99. Okay, ja. Gut, das reicht erstmal für 22 Tage. Ihr beiden Lümmel. Stimmt's, Frieda? Mhm. An die Maus. Ja, und dann nochmal. Streiche, streiche. Ah. Ja, Cuties. Hier ist auch nochmal ein bisschen Kacke. So, wir können das generell auch mal zu Dünger machen. Ich habe immer noch nicht gerne den Kompost immer bei mir. War schon immer aus, dass ich mit Kompost alles dünge. Und ich will ja mit Dünger düngen. Weil das ja wahrscheinlich besser ist. Ich weiß nicht genau, wie fern und was das überhaupt macht und wieso und weshalb. Aber ich achte da drauf. Mhm. Okay. Dann schmeiße ich noch ein bisschen was rein. Dann nehme ich auch die ganze Tierkacke aus meinem Seitbordregal. Wer kennt's nicht? Tierkacke im Regal. Kenne ich so nur von meinen Wellensittichen damals. Oh, schon noch Futter machen. Egal. Ein anderes Mal. Wir haben erstmal genug zu essen. So, Hibiskus. Kann ich bestimmt wieder coole Hibiskus-Marmelade machen. Wie im Vorgänger. Und dann Richie McWitchwitch sein. Yeah. So, hier. Ganz viel Kacki. So, was wollen wir nochmal? Hier die Kleine, die will wieder ganz viel Kupfer haben. Wofür auch immer wieder sie Kupfer braucht. 5. Habe ich irgendwo noch 5 Tomaten übrig, die ich eigentlich für was anderes nutzen könnte? Nee. Ja, hast du Pech gehabt. Oh, rote Rosen. Habe ich sowas? Habe ich keine rote Rosen? Ich habe nur rote Rosensamen, aber irgendwie zum Pflanzen kam es bisher irgendwie nie. Okay, cool. Wen kann ich denn noch hier glücklich machen? Tomaten habe ich nicht, rote Rosen auch nicht. Das habe ich bald. Das habe ich eventuell auch bald, wenn ich das Gras zusammen habe jedenfalls. Foto vom Bigfoot. Ja, Spinat 5-mal, das geht eigentlich auch klar, oder? Ach nee, Eisen und Bronze. Eisen auch noch, na gut. Und die blöden Kirschen. Okay, dann nehmen wir noch... Ist das hier das Eisen? Nee, das ist Silber, das hier. Rausnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Kirschen. Rausnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Was war es jetzt noch? Ich hab's schon wieder vergessen, ne? Ach, Spinat war's. Ich hab nicht so viel Spinat. Nil, sei mal nicht so gierig hier und nehme meinen ganzen Spinat weg. Was soll das? Und meine Tomaten. Ich muss generell mehr kochen. Gucken, vielleicht kann ich auch ein neues Rezept kaufen. Wir gehen mal Richtung Restaurant. Hi Neil, was geht ab? Oh, ihr habt sogar ein kleines Minifeld. Das ist ja süß. Hier, Keksspinat. Artikel überreichen. Her mit den Baguettes.
Ja, mit den Baguettes. Cool. Lit. Lit. Okay, dann schauen wir nochmal hier rein. Benutze linker Stick, ja, um zu laufen, danke Spiel. So, hi, was geht? Du möchtest Kirschen, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wofür ich diese Wasserkresse brauche. Irgendwann wird die mal super wichtig sein für irgendetwas. So, okay, was hast du noch so? Willkommen! Was kann ich denn so kaufen? Nein. Fischkratter! Ich kann einfach mal so ein blödes Spiegelei machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Spiegelei-Ei-Rezept hier bekommen. Jetzt kann ich auch endlich mal die Eier verarbeiten. Cool, jetzt bin ich wieder arm. Ich müsste mir vielleicht mal irgendwann mal doch mal ein Kalb leisten. Eventuell so ein bisschen. Vielleicht. Unter Umständen. War ich jetzt eigentlich schon mal drin in dem Kapuff? Oh. Oh. Hi, was gibt's bei dir? Das ist ein Gasthaus. Hier kommen die Besucher von Lincolnbury hin, wenn sie sich ausruhen und entspannen. Wow. Wow, gut, das sieht ja echt entspannend aus. Da hat man ja sehr viel Privatsphäre. Dankeschön. Damals ohne Scheiß, ne? Wenn ich arbeiten gefahren bin, irgendwie in irgendwelche Städte und so, habe ich auch dann so gemischter Schlafsaal auf irgendeiner Pritsche da gepennt und so für, keine Ahnung, 20 Euro die Nacht. Das war eine wilde Zeit. Es war eine wilde Zeit. Mache ich jetzt nicht mehr. Gerade wenn man halt eben dann die Einnahmen, Tageseinnahmen dann immer mit bei sich hat und dann immer Angst hat, beklaut zu werden. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Hier gibt es Tierzubehör. Wie viel kostet denn ein Kalb? Wahrscheinlich so 3000? Oder so? Wie viel kostet das nochmal? Ich glaube 3000 war es, ne? Ja, 3000. Gut. Müssen wir uns irgendwann mal zusammensparen. Ich meine ja hier, braunes Pferd können wir uns schenken. Wir können dann einfach ein wildes zähmen, genauso wie Lamm. Würde ich jetzt auch so fern nicht. Aber jetzt wilde Kühe habe ich schon nicht gesehen. Vielleicht kommt das ja noch. Bei Hunden und Katzen weiß ich auch noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum die Katzen eine Fliege tragen. Okay, cool. Anyways, wir gehen mal zu Nemo. Oder zu. Nein, wir müssen auch mit dem kleinen Mädel reden, das drei Bronze barren möchte. Wo ist denn die? Die ist doch her, ja, da ist sie. Irgendwie steht die immer dort. Hilf mir doch jemand! Ja, hier, ne? Danke für die tollen Muscheln. Ah, dass du das für mich besorgt hast, das hast Dankeschön. Ja, bitte. Bitte, bitte. Die Eiermuschel? Hi. Jumi, du bringst uns immer viele Erfindungen von Doc. Ach, die sind immer so robust und so beliebt. Okay, cool, Brudi. So, auf zu Nemo. Oder Nemo. Hier hast du dein Eisen. Ich brauche eigentlich die Samen gar nicht, aber ist okay. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, bitte. Ja. Gibt's noch so, hallo, da, dem Laden, ich brauche etwas für den Blumenladen. Könntest du es mir besorgen? Danke, bring es mir einfach, wenn du kannst. Er möchte Steine. Krass. So muss man auch mal so mit denen reden. Kriegen wir hin. Dafür wird dann der Laden hat das ausgebaut oder so? Warte mal, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Erfüllt die Anfrage. Und dann krieg ich einfach noch Feilischchensamen. Okay. Okay. Aber irgendwie muss es hier mehr Sortiermöglichkeiten geben. Irgendwie nach Stadt sortiert oder nach Wichtigkeit oder. Irgendwie sowas. Warum leuchtet der dritte Stern vom Bo Dorf Lankenbury? Der leuchtet so. Seht ihr das da oben? Oben links? Der pulsiert so. Ich weiß gar nicht, warum so genau, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich. Neuer Meilenstein, neue Cutscene morgen oder irgend sowas. Ich habe gerade nicht so wirklich eine Peilung, warum das so ist, aber es muss alles seine Bewandtnis haben, irgendwie. So, okay, ja, dann nehmen wir mal jetzt hier ein paar Steinis. Ach ja, hier und hier der Dünger noch. Ah ja, da war ja was. So, was mache ich jetzt? Steine? Wie viel wollte der? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich nehme einfach mal alles mit. Ja, und das Holz kann ich auch einlagern.
Cool. Kann ich das Holz auch hier rausnehmen? Nee, schade. Müssen wir auch noch mal zu Judy. Oh, hi. Oh, hast du Hunger? Oh, Niki. Niki war mal, mein Vater hat sie immer Dunderklumpen genannt. Ja, sie war extrem dick. Niki. Die kleine, dicke, gelbe Witwe. Ja, bitte. Möchtest du auch einen Apfel? Okay. So, haben alle gesnaggert. Snacken ist wichtig und richtig. So, dann gehen wir nochmal hier drüben rein. Judy habe ich. Ach, da ist er. Judy, warte! Schnell hinrennen. Hi, hilft mir jemand! Yeah. Girl. Ah, sind das die Dinger, um die ich gebeten habe? Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Yume. Hier, nimm das als Zeichen meiner Wertschätzung. Oh, danke. Dreimal Milch. Damit kann ich dann dreimal irgendwas Cooles kochen. I guess. So, ich muss nochmal ganz, ganz hier rumgehen. Und da auch nochmal ein bisschen Dünger reinschmeißen in das Ding. So, los geht's. Irgendwann werde ich diesen Dünger auch selbst benutzen. Irgendwann, eines Tages, einmal. So, und dann geben wir jetzt Nemo noch die Steine. Und dieser dritte Stern ist immer noch mit am Pulsieren. Wahrscheinlich muss ich irgendwas machen, damit das dann weitergeht. Also das ist quasi jetzt gekappt und keine Ahnung, vielleicht mal mit Doc reden oder sowas. Hi, was geht, Brudi? Kriegst krasse Steine. So. Tschüss. Da-da-da. Der Gegenstand von der Bildschirm wird angezeigt. Ja, okay. Gut, cool. Dann gehe ich jetzt mal auch hier hoch zur windigen Prärie, weil ich da vielleicht auch noch mal mich um meine Pflanzen kümmern sollte ein wenig. Vielleicht haben wir ja Glück und die Grassamen sind fertig. Nee, sieht nicht danach aus. Brauche ja für Doc. Ja, so Futter. Ich habe das irgendwie in meinem jugendlichen Leichtsinn immer sofort in die Futtermaschine geworfen. Aber naja, bald, Doc. Bald können wir hier das ganze Zeug upgraden und dann gibt es noch coolere Sachen. So, haben wir das ja auch gelöst. Perfekt. Unfassbar. Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Kern der Folge. sagt sie am Ende der Folge. So, wir gehen mal jetzt wieder nach Lilikala, weil wir hier noch ein paar Leute glücklich machen wollen oder so. Wir nehmen hier mal ein paar Quests an. Genau, das tun wir. Was geht ab, Leute? Ich habe gehört, ihr braucht Hilfe. Was ist denn eigentlich bei dir los? Du siehst ja aus wie bestellt und nicht abgeholt. Ich möchte mein Haus reparieren, aber ich kann die Materialien nicht besorgen. Kannst du mir die Materialien geben, die ich für die Reparatur dieses Hauses brauche? Danke. Holzbretter und Stein. Okay, cool. Und was ist bei dir so? Du stehst auch so ein bisschen verloren da. Was soll ich tun? Ich möchte mein Haus und den Laden reparieren, aber ich habe nicht genug Materialien. Sag mal, wenn du jetzt Zeit hast, kannst du mir helfen, die Materialien zu sammeln, die ich brauche? Ah, danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Holz und... Oh, Kokosnüsse. Was ist denn hier los? Okay, sie will auch direkt Holz. Die fackelt nicht lang. Die sagt, ach, du Kacke. Was ist denn hier los? Ach, du bist es. Ich habe mein Haus repariert, aber mir ging das Material aus. Würdest du mir bitte was bringen? Oh ja, danke. Ich werde auf dich warten. Holzeisen und Jesso-Jakobsmuscheln. Ich hoffe, ich spreche das imprunstig genug aus. Leute, 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 wir brauchen viel Holz, ich sehe es schon. Oh, kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe drüber nachgedacht, mein Haus und meinen Laden zu reparieren. Ich brauche viele, viele Materialien, um mein kaputtes Gebäude zu reparieren. Ich frage mich, ob du das für mich besorgen kannst. Danke. Holz, Eisen, Bronze. Mit Holz, das wird ein bisschen am knackigsten, sage ich mal. Da werde ich sehr viele Bäume fällen müssen. Hi. Hallo, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich brauche viele Materialien, um ein kaputtes Gebäude zu reparieren. Glaubst du könntest die für mich besorgen? Ja. Danke, bis bald. Gras! Sie wollen alle Gras! Ah!
Dann werde ich mal zu Papageien. Was? So, warum ist das hier so eine gelbe jetzt? Und die anderen sind verschwunden? Mysteriöse Mysterien. Oh, gibt es irgendwie eine Cap, wie viele Quests man annehmen kann? Hey Girl, was geht ab? Was ist denn da hinten los? Sind das Zelte oder so? Sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Hi. Ah, meine Operationsbasis ist in meiner Abwesenheit verfallen. Operationsbasis? Für die Reparatur sind verschiedene Materialien nötig. Wenn du welche findest, könntest du sie mit mir teilen? Vielen Dank. Bitte bring mir die Materialien, wenn du sie hast. Holz und Eisen. Hinten, das sind alles so, das sind aus wie irgendwelche Zelte. Ah, okay, es sind einfach nur nicht fertig geladene Objekte gewesen. Okay, alles klar, cool. Wird das alles hier als eine Quest zusammengefasst oder so? Nee, wahrscheinlich ist das gelb, weil ich mit Jason als erstes gesprochen habe. Was ist denn da los? Ah, da liegt eine Muschel. Oh, ich sage euch, ne, safe ist hier unten irgendwo so ein gelber ihr Lichtwichtel versteckt. Man kann hier überall hier durchgehen. Hier sind überall so Pfeiler, wo man dahinter noch was so verstecken kann. Ne? Das macht mich fertig. Nervig. Das gibt's doch nicht. So, hier haben wir noch irgendwo Kunimek-Kunde. Da will wahrscheinlich auch Materialien für sein Haus. Du, Mr. Emo-Boy. Hi. Ah, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich repariere mein Haus und meinen Laden. Ich brauche viele Materialien, um ein kaputtes Gebäude zu reparieren. Wenn du etwas übrig hast, könnte ich es benutzen. Klar. Oh, Holz, cool. Und Glas. Und wir müssen ganz viele Materialien sammeln. Das wird wild, Leute. Das wird wild. Ich teleportiere mich mal zum Eingang der Wüste. Seltene Irrlichter sind Irrlichter, die mehr Samen liefern als normale Irrlichter. Cool. Ja, das ist eindeutig woanders. So, los geht's. Irgendwie ist dieser Baum verdammt groß. Wir fangen jetzt einfach mal hier so ganz klein an. Keine Ahnung. Das, der Grind ist real. Hi. Mal gucken. Okay, ich trinke einen Kaffee. Oder ich esse ihn. Je nachdem, wie das Spiel das hier interpretieren möchte. Wir brauchen ganz viel Holz. Mehr Energie. Damn. Ja, ist schon hart. So. Oh, das wird wieder so ein Offscreen-Ding, ne? Da werde ich schon wieder ewig im Bett liegen und wild auf irgendwelche Bäume einschlagen. Und auf Steine und so. Das ist ja lustig. Yay. Okay. Ja, der Dünger ist eigentlich auch schon fertig. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt da oben mit diesem pulsierenden Stern anfangen soll. Ich habe jetzt 15 Mal Dünger. Ich kann ja mal mit Wet reden. Oder hieß er Wet? Unser Dorf-Erntewichtel. Vielleicht hat der irgendeine Meinung zu der Gesamtsituation. Ich würde mich einfach hin teleportieren können, sehe ich gerade. Anyway. Hey, Brudi. Sag mal, da leuchtet so ein komischer Stern oben links bei mir. Ich werde langsam hungrig. Vielleicht brauche ich noch eine Portion Rüben-Eintopf. Okay, das war nicht sehr hilfreich. Dankeschön. Und dann gehe ich jetzt einfach mal ins Bett. Ich glaube, die Tiere sind auch schon drin. Nee, sind sie nicht. Die gehen schon noch rein, oder? Ich glaube, die gehen von alleine rein. Die sind sehr autonom, wisst ihr. Oh Mann. So. Boah, Materialien. Muss ich das alles noch herkriegen? Ach, das hier erstmal rein. Das kann rein. Das wird vielleicht pflanzen. Das nicht. Tomaten immer. Holz, Stein. Ich brauche von allem viel. Also richtig viel. Puh. Wahrscheinlich werde ich in anderen Städten auch aufbauen müssen. Da werde ich wahrscheinlich auch ganz viel Holz brauchen, eventuell. Mal gucken.
Vielleicht haben wir ja Glück und wenn ich ein echtes Futtergras habe und dann zu Doc gehe, kann ich dann vielleicht dann meine Axt upgraden lassen. Und wenn ich meine Axt upgraden lassen kann, dann kann ich vielleicht besser Bäume fällen und dann geht das alles ein bisschen leichter. Aber ich weiß es nicht. Wir müssen das erstmal herausfinden, wie das hier so funktioniert. Dieser blöde Stern leuchtet immer noch. Was soll ich denn machen? Mein Gott. Was soll ich denn machen? Ich weiß es doch nicht. Gott. Ups. Oh. Lotus. Mais. Auf mit dem Scheiß. Oh, eine Tomate. Toll. Ich hätte gerne mehr Tomaten. Irgendwie, Tomaten sind ja richtig hart Mangelware. Deswegen kriegt Neil auch keine von mir. Wo kämen wir denn da hin? Wenn hier jeder, wie er wollte, Tomaten bekäme. So. So. Und. Zack. Und hier nochmal. So, ja, und hier auch nochmal. Und dann nochmal nachfüllen, ne? So. Na komm, füll nach. Girl. Dankeschön. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, wahrscheinlich muss ich dann eben wieder eine Nacht warten, ne? Weil dann Doc erstmal rumdoktort. Wird spannend. Na, ah, oh, ah. Machen wir mal so. So, da haben wir das hier schon mal fertig. Ich bin schon fast stolz. Aber nur fast. Wenn wir ein bisschen mehr. Ah, wartet mal, ich kann ja mal gucken hier wegen Eier. Eier. Spiegelei. Einmal, wie viel Energie das bringt und zum anderen, wie viel ich das verkaufen kann eventuell. Das kann ja schon so meine erste Chance sein, auf einer regelmäßigen Basis Geld zu machen. Stimmt, Eintopf kann ich jetzt machen, weil ich Milch habe. Also, ja, ich habe. Spiegelei, ein einziges Herz. Ja, machen wir mal. Mach mal einfach mal. Einmal Spiegelei. Dankeschön. Ahi, Pokeball. Nee, Kaffee. Baguette. Ein Topf braucht 2 Minuten. Ach, okay, krass. Ja, ich lass mal lieber. Wir warten mal kurz. So, bestimmt gleich fertig. Jetzt. Ein Spiegelei. Für wie viel kann ich das verkaufen? Nächste Frage ist, wie viel kann ich ein normales Ei verkaufen? Wie ist denn der Grundwert? 66, okay. Das ist nicht die Welt, aber damit kann man schon noch irgendwie arbeiten. Wenn es auch einfach nur das Essen ist. So, Kompost. Sonst noch irgendwas? Nee, hä? So, wie viel bringt jetzt hier ein normales Ei? Haut mal raus mit den Infos. Ich habe vergessen, Tiere rauszurufen. Naja, passiert. So, wie viel bringt ein normales Ei? Wollen wir mal vergleichen. 55, 66. Wow. Okay, aber ich kann mich um ein Herz aufheilen, wenn ich das habe, ne? Das ist doch auch schon mal was, oder? Oder? Ja, ich denke schon. Well. Das kann man behalten erstmal. Machen wir das jetzt mal so hier. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt endlich mal Gras ernten können. Oh, das wäre so cool. Wir brauchen eigentlich auch noch mehr Gras, ne? Noch für die andere da. Die wollte auch noch mal 10 Stück haben oder so. Oh ne, wir müssen erstmal hier hoch. Ich wollte jetzt hier schon wieder nach Nilikala. Nee. Erstmal zur windigen Prärie. Mit den Zebras habe ich auch schon länger nicht mehr geredet. Die Armen. Hi, du. Cool, Gänseblümchen. Toll. Ich hole mir nochmal Futtermais ab. Den gibt es nämlich hier. Dankeschön. So, schauen wir mal. Ah, ja. Na,
Nein, ja, nein, nein, nein. Nein, morgen. Das ärgert mich jetzt. Ich möchte doch einfach das bessere Zeug haben. Mann, ey. Na, aber morgen. Morgen auf jeden Fall. Gut, Leute. Apropos morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie Let's Play Harvest Moon, Winds of Enders. Wir müssen uns noch ein wenig gedulden. Ach, Herr Jemini.